In einem emotionalen Video-Statement auf Instagram spricht Pietro Lombardi endlich Klartext. Nachdem schockierende Gerüchte über eine angeblich gewalttätige Auseinandersetzung mit seiner Verlobten Laura Maria Rüper kursierten, meldet sich der Sänger jetzt mit bewegenden Worten. Ich habe meine Frau niemals geschlagen, Pietro entschuldigt sich öffentlich und nimmt kein Blatt vor den Mund, bezeichnet sich selbst sogar als richtiges Arschloch und gibt zu, dass sein Verhalten an dem besagten Abend alles andere als vorbildlich war. Doch was ist wirklich passiert? Der Musiker schildert, wie die Polizei an dem Abend bei ihm zu Hause auftauchte und Laura ins Krankenhaus gebracht wurde, rein zur Routine, wie er erklärt. Als Laura das Krankenhaus verlassen hat, war alles okay, und es wurde nichts diagnostiziert, stellt Pietro klar. Trotz der schwierigen Situation scheinen Pietro und Laura stärker denn je zusammenzuhalten. Pietro zeigt sich reumütig und gesteht, dass er etwas an sich ändern möchte. Ich habe Laura versprochen, an meinen Problemen zu arbeiten, ein tiefes Statement, das die Fans berührt. In den sozialen Medien zeigen sich die beiden wieder vereint, und Laura steht sichtbar zu Pietro, kommentiert mit einem Herz-Emoji unter seinem Statement. Die Liebe der beiden geht durch Höhen und Tiefen, und Pietro beweist, dass wahre Liebe auch echtes Kämpfen bedeutet.